Wie sicher ist Urlaub in Nordafrika? Der jüngste Anschlag in Tunis hat das Vertrauen in die Sicherheit des Landes erschüttert. Bislang galt die Hauptstadt Tunesiens als relativ sicher. Eine pauschale Einschätzung zur Sicherheit in Tunis gibt das Auswärtige Amt nicht. Urlauber sollen die Gebirgsregion nahe der algerischen Grenze im Bereich von El Aaiun bis Kasserine meiden. Auch von touristischen Reisen südlich einer imaginären Linie von Tuzeur über Douz bis Sarsis wird abgeraten. Im Süden des Landes besteht die Gefahr von Entführungen. Auch für Ägypten gilt eine Reisewarnung. Nicht aber für den touristisch relevanten Süden mit seinen Badeorten wie Sharm el-Sheikh. Doch auch hier wird speziell bei Überlandfahrten zu Vorsicht geraten. In Kairo und zuletzt auch in Aswan im Niltal kam es zu Anschlägen. In den beliebten Touristenorten am Roten Meer wie Hurghada war es bislang ruhig. Ein Anschlags- und Entführungsrisiko für westliche Staatsangehörige sei generell nicht auszuschließen, schreibt das Auswärtige Amt. Das beliebte Urlaubsland Marokko gilt als vergleichsweise politisch stabiles Land mit guter touristischer und sicherheitspolitischer Infrastruktur. Doch die Gefahr von Anschlägen besteht auch hier. Zuletzt kam es im April 2011 in Marrakesch zu einer Explosion mit 17 Toten. Von Reisen in entlegene Gebiete der Sahara rät das Auswärtige Amt ab.